Der Boden kommt aus... Hier kann man einen Teppich eigentlich reinlegen. Der Raum wäre halt ziemlich... Mit der Wand, ich weiß noch nicht so recht. Der Raum wäre halt ziemlich anders als die anderen hier. Naja, wir probieren das mal aus. Sowas kommt hier hin. Und was brauchen wir noch? Können wir auch eigentlich wieder hier die Tische rein zwiebeln aus gewohnter Manier. Mit dem anderen Zeugs. Wir machen einfach mal. Ich mache einfach mal so eine kleine. Auf beide vor ist auch Quatsch, ne? Das zu machen. Hier muss es eigentlich. Na, Symmetrie ist sowieso nicht vorhanden. Das reicht dann auch von der Größe her. Man muss ja nicht immer übertreiben. Sowieso große Räume einzurichten ist fast noch schwieriger, finde ich, als kleine Räume. Bei großen Räumen, da haut man also die üblichen Sachen rein und dann sieht das so leer aus. Das sieht auch so super aus hier, wie es total überhaupt nicht geflickt ist. Können wir hier auch noch eine zweite Tür dann reinbasteln. So, ja gut. Kann man beides hier aus massiv Gehölz machen. So. Hier ist ein Enderman irgendwo. Wir hatten doch hier noch eine Tür, oder? Lalalala. Tür. Tür? Tür. Dann machen wir uns noch eine. Tür, 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 Tür. Doch, das mit dem Aufgang da links ist ganz cool. Finde ich. So, zack. Hier werden wir zwar nie irgendwie rausgehen, obwohl, vielleicht doch. Hier muss noch. Ich hau einfach mal da den Blumentopf rein. Dann steht er denn da nicht so in der Ecke rum. Haben wir noch welche? Ich glaube, die sind draußen, ne? Die sind draußen. Oder? Keine Blumen. Katze. Steh wieder auf. Heppa. Lass mich an die Kiste. Willst du aufstehen? Dann nicht. Da sind sie. Nehme ich mir doch zwei mit. Das heißt aber, ich brauche auch Zeugs, was ich da reinstellen kann. Und ich habe immer noch keinen Kaktus hier, was ich zutiefst erschütternd finde. Kann ich echt nicht gut finden. Ich meine, wir waren ja schon eigentlich mehrfach jetzt fast schon wieder auf Tour, um das Zeug zu holen. Aber so richtig wolltet ihr wohl nicht mitkommen. Oder sagen wir mal, das eine Mal waren wir in der Höhle dann da drin. Guck mal, wie hübsch. Und das andere Mal... Was war denn das andere Mal? Ja, waren wir wahrscheinlich auch da irgendwo verschollen. Oder halt waren wir auf Exkursion oder so. Keine Ahnung. Doch, in der Ecke hier ist nett. Ich wollte hier mal so das machen. Huch. Set was falsch herum. So. Und ab hier bricht es halt ab. Müsste man eigentlich noch weiter dann rein? Ich muss ja eigentlich nur da drüber kommen, ne? Über den Gang hier. Kann ich das denn damit? Ja, kann ich. Das ist aber, hier ist es aber Präzisionsgebaue hier. So. Keine Ahnung, was da noch hinkommen könnte oder sollte, falls überhaupt was hin sollte. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, hier hochzukommen. Und das ist doch schon mal was. Und Katze findet es auch toll. Ja, komm mit. Oder auch nicht. Ein bisschen eigenwillig ist sie ja doch. Aber wie sie halt so sind. So, hier kommt der auch noch raus. Vielleicht lasse ich das ja so. Na, nee, das sieht auch so blöd aus, wenn es hier so halb abgeschlossen oder so halb hoch ist. Ich kann hier auch nochmal mit. Ich könnte hier Holz auch oben noch reinlegen. Könnte man so ganz coole Muster hier reinlegen oder zumindest ganz coole Sachen. Mit Treppen und sowas, dass es hier so leicht schräg ist. Doch, das ist auch nett. Hier haben wir noch ein kleines Räumchen. Das kann auch noch hier oben eben raus. Das sieht nicht so eng aus. Super. Müsste man hier auch einen hochgehen dann?
Und da in die Ecke kommt dann halt irgendwas wie aus dem Bilderbuch. Dass man sowas hier macht, aber es sieht dann halt bestimmt auch etwas seltsam aus. Wobei, so als Akzent zwischendurch. Das heißt, ich glaube, das mit dem Licht, das sollte irgendwann auch gefixt werden. Bald, demnächst, in naher Zukunft. Das war Falschomat. Megaperls. So. Das sieht dann. Nee. Ist zwar ganz nett so für den Moment, aber insgesamt gesehen glaube ich nicht. Das, was ich jetzt da jetzt unbedingt haben will. Ich muss auf jeden Fall noch Licht rein, sonst sitzt uns hier auch gleich schon der nächste auf dem Schoß. Das muss ja nicht sein. Kann ja auch einfach neben uns sein, das reicht ja schon. Und die ganze Wand hier muss irgendwie noch. Nee. Zack. Da hing das einmal kurz. Wir können auch hier dann. So rum. Und den da unten dann massiv. So, sieht das halt ein bisschen anders aus. Na, Katze? Ich tue super, ne? Und eventuell den auch komplett austauschen, wobei das geht eigentlich so schon. Jetzt fällt es hier zwar ein bisschen auf, aber. Ja, es passt schon. Was wollte ich noch? Licht. Ich muss mir echt mal überlegen, was ich denn genau hier reinhaben will. Wahrscheinlich erstmal einen anderen Boden. Aus einem Material, dessen Namen ich noch nicht ganz weiß. Vielleicht wird es wieder Holz. Vielleicht machen wir auch einfach das Holz hier außen rum und innen drin dann einen Teppich. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall sollte ich nicht hier runterfallen. Auch die Katze sollte nicht hier runterfallen. Ich weiß nicht, wie geländefähig die tatsächlich hier drin ist. Ob die schnallt, dass man da nicht runterfallen sollte. Und ich brauche neues Holz. Wir müssen auf jeden Fall das nächste Mal auf Holzfällertour gehen, weil wir haben genau gar nichts mehr hier. Also bis auf die 12, die ich da noch habe. Aber die sind auch gleich Geschichte. Ich behalte mir da noch mal ein paar von Gepäck hier. Man weiß ja nie. So, Licht erstmal provisorisch. Zack. Und zack. Und zack. Und hey. Komm. Passt schon, bevor hier uns irgendwas reinläuft. Ja. Katje. So, und hier auch. Und hier könnte man dann so einen Teppich, kann man hier auch noch oder auch schon machen. Nein, nicht in die Axt laufen. Kommt ungesund. Hinterlässt so alle Spuren. Können wir den hier auch schon hier vorne machen? Geh fürs du weg. Oder man macht das hier hin und dann macht man da noch irgendwelche Bänke hin oder sowas. Dann zieht man dir noch einen hier vor. Hallo, wirst du wohl. So. Weh, die geht kaputt. Ich will nicht noch eine holen. Oder noch eine mehr als sowieso schon. Jetzt versteckt sie sich. Oh. War nur nicht so gemeint. Da. Hier kommt zu. Dann packen wir hier so einen Läufer. Wobei es kann auch noch einen darüber, oder? Ich probiere es einfach mal aus. Zack. Ja, genau. Das ist eine neue Stange, wo man sich drauf setzen kann, wie so ein Vögelchen. So, sieht super aus. Könnte man eventuell hier. Können wir tatsächlich machen, glaube ich. Ist man hier? So. Das so ein bisschen raussieht, als ob man hier so durchs Wohnzimmer durchlatscht oder halt so ein Eckchen hat. Wobei, man kann es auch tatsächlich um die Ecke ziehen. Wäre allerdings ein bisschen groß dann. Oder halt, wenn man das hier noch einen weghaut. Wenn man so ein bisschen rummacht hier. Rummachen ist ja immer gut. Können wir noch einen da reinziehen? Können wir hier hinter dann noch was hinterstellen? Wäre gar nicht mal so verkehrt, glaube ich. Oder man stellt hier dann tatsächlich noch irgendwie. Was haben wir denn? Ich probiere mal ein bisschen rum. Nein? Nein? Ja, vielleicht. Und zwar. Hier. Vielleicht. Die. Nein. Ist doch falsch. Kleben die da dran? Ne. Super.
Vielleicht sieht sie nach was aus. Vielleicht auch nicht. Ich hatte eigentlich eher daran gedacht, hier das komplett so zuzumachen. Das sieht dann, glaube ich, etwas zu übertrieben aus. Das sieht dann eher nach Gefängnis aus. Das Bild ist dann komplett falsch hier. Das müsste dann hier irgendwo Ren. Oh. Na, Bild, wo bist du? Bild! Ach da. Das war schön. Hier kann auch eigentlich tatsächlich ein großes hin. Oder das. Oder das ist wunderhübsch. Das hier ist wieder der Bello-Hund von vorher. Ja, das ist ein Hund, liebe Katze. Andere Idee. Katze. Setz dich doch mal hin. Woanders hin. Dann musst du dir gleich tatsächlich mal ein paar Haare spalten. Wenn es denn mal nur ein paar Haare sind. So, hier kommt der tatsächlich wieder rein. Hat man sich so ein bisschen abgeschlossen. Kommt hier nochmal ein ordentliches Bild hin. Ein größeres. Wir haben hier zwar schon einige größere Bilder hängen, aber da, wunderbar. Ist hier nicht verkehrt. Von der Höhe. Ja. Gut. Ich mach das mal so. Ist halt ne, ein bisschen gemütlicher. Und hier, ja. Kommt das mit? Weiß ich noch nicht so ganz. Muss ich mal schauen. Ich mach das erstmal komplett aus Holz. Dann überlegen wir uns später, wo dann Teppich reinkommt, falls überhaupt. Ich vermute mal schon. Hier jetzt nicht reinfallen. Könnte man auch noch einen Glasboden reinlegen. Oder zumindest könnte man auch noch Glas und darunter dann Wasser und dann darunter nochmal Glas. Und dann kann man in die Schlucht schauen. Wobei man dann wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sehen wird. Das wäre aber auch vielleicht ganz nett. Weiß ich nicht. Müsste man probieren. Oder wir können hier auch ein anderes Holz reinlegen. Je nachdem, wonach es uns denn gerade mundet. Weil das Auge ist ja mit. So, wie viel haben wir denn noch dabei? 6 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Reicht es gerade mal dafür nicht mehr. Ist ja auch albern. So, willst du hier bleiben? Bist schon da, ne? Also mit den Teilen, ich denke mal, es ist okay. Kann man so machen. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh, was ein Highlight, aber passt schon. Dafür gibt es da oben jetzt nochmal einen Stone in einen Glow Stone. Das ist der entfernte Bruder von Sylvester Stallone. So, passt. Oh, wunderbar. Und die Wand muss natürlich auch noch zugepflastert werden mit irgendwelchen. Ich kann mir noch ein paar Bilder basteln tatsächlich. Oder man zieht die Bank noch einen vor, dann kann man. Dann steht noch ein weiter vor. Nee, mache ich glaube ich nicht. Ich brauche Wolle. Wolle! Oder habe ich noch Bilder irgendwo hier? Dann natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich da hinten noch welche habe. Ich brauche genau eins dafür. Machen wir es mal so. Rennen wir mal zurück. Ich gucke erstmal, ob ich noch nicht doch noch ein Bild hier liegen habe. Nein, das war ein Papier. Ich brauche Holz. Wir haben echt so wenig Holz nur noch hier. Ist unfassbar. Ich nehme das Tropenholz einfach für Stöckchen. Ist ja alles machbar. Wir mussten unbedingt das nächste Mal Holz fällen. Um es nochmal gesagt zu haben. So, Bild oder Gemälde. Wie man so schön sagt hier. Da muss ein großes hin. Und am liebsten müsste das tatsächlich so halb eigentlich in der Höhe sein. Oder halt, ne, hier. Huch. Oder wir machen das. Ja. Tatsächlich so ein schmales Ding hier hin. Wo ist das Bild? Hallo Bild, da. Nö, ich meine, ist auch schön, aber. Hund. Nein. Kommst du wohl? Ich habe immer noch nicht verstanden, wie die eigentlich genau fliegen, die Bilder. Ich meine, es flog nach rechts und es liegt jetzt links. Hallo, willst du mal ein ordentliches Bild machen hier? Ich will gern einmal zwei Bild haben, also ne, so hier darüber einfach. Ja, das ist wunderhübsch.
Ich mich übertrieben. Ich finde die Farben davon jetzt auch nicht so. Also es ist halt so ein bisschen. Format ist okay, aber Inhalt nicht. Das finde ich eigentlich ziemlich geil, das Bild, aber. Na, das nicht. Wie das halt so ist. Das, was man dann, wenn man was Ordentliches haben will, dann kriegt man es nicht. Nein. Oh, nö. Nein. Geh weg. Ach komm, das passt. Das passt zu diesem maroden Ambiente. Hier können wir noch tatsächlich dann. Ne? Und so. Bücher. Wird zwar teuer, aber sieht dann, glaube ich, ganz okay aus. Hier können wir noch eben ein kleines Schildchen reinbasteln als Lehne. Schild. Können wir uns ein paar Schildkröten hier einpflanzen. So. Hier sitzt Oma. Okay, die sitzt ein bisschen zu hoch. Da unten sollte das auch ran. Ja, wunderbar. Ja, ein Tischchen fehlt noch und halt ein Läufer und sowas kann man tatsächlich hier dann da einfach so 3x3 oder sowas kann ich auch noch mal eben theoretisch machen, obwohl weiße Wolle haben wir jetzt auch keine mehr. Ich will das ja gerne weiß haben. Das heißt für mich einfach mal, ich überlege mir mal, ob die Wand so bleiben soll. Wahrscheinlich, weiß ich noch nicht so ganz genau. Und mache damit einen kleinen Aufnahmepausen-Wechsel-Tun-Gedingse. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Hier zurück zu Minecraft. Dann wieder, wenn wir noch ein bisschen weiter da, ich qualme ein bisschen, weitermachen mit Gebastel und so. Kennt ihr ja. Ne, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adios und tschüss. So.